Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Anno 1800. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf dem Kanal. Leider ist der Anfang der letzten Folge nichts geworden, deswegen haben wir den Weg hier schon mal freigesprengt. Und entsprechend natürlich die Versorgung schon alles im Laufen. Aber das wird alles, wir wollen jetzt hier durchrettern, also bleibt dran. Nächste Quest, finden Sie die HMS Hardy Style, was auch immer. Das heißt, wir rettern jetzt einfach mal durch. Das wird jetzt hier irgendwo gleich sein, da ist sie doch. Was? Haben wir gefunden. Maschinen laufen an! Was muss geschehen, damit ein Kapitän sein Schiff zurücklässt, um das Eis zu Fuß zu überqueren? Das kein weiß ich Schiff. Auch nicht. Nicht einmal ein Eisbrecher kann uns von hier wegbringen. Noch können wir weit genug laufen. Du brauchst also ein verflixtes Luftschiff. Wie bitte? Meins ausborgen? Schlag dir das gleich wieder aus dem Kopf. Wieso baust du nicht deine eigenen Luftschiffe? Allerdings musst du dafür einige nörgelnde Pseudo-Intellektuelle einstellen. Sieh weiter. Ich weiß nicht, wie viel das kosten wird, aber hier. Ich hoffe, das ist ein guter Anfang. Okay. Beherberge einen Techniker. Bald bleibt ihnen nichts mehr. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Kommt noch. Also die laufen, ja. Deswegen werden wir hier jetzt erstmal ein Update vollführen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die Techniker. Jetzt haben wir nämlich hier auch die Häfen. Das ist nämlich irgendwo anders ranbauen. Ja, ich bin Zeppelin-Techniker. Aber im Ernst, ich bin noch viel mehr als das. Das ist wichtig. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Umso besser läuft das nämlich hier alles. So. Das wir brauchen jetzt hier wesentlich mehr Holz für meine Boote. Hier sind meine Boote. Zum Horizont! Erwische ich Sie bei besonders keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Ganz erstmal ganz Holz. Fahren hier rüber. Die müssen wir nämlich hier. Also hier wollte ich die gerne machen. Bauen Sie einen Lufthangar. Glaube ich, ganz gut. Gebratene Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei ihnen ist alles möglich. Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes 150 Geschenk. 150 braucht er. Von sich haben die ja alles, was sie... Über die Öfen, so hässlich sie auch sind. Und die Daunen könnten wir jetzt hier vielleicht auch mal langsam herbringen. Ich kann hier auf jeden Fall mehr Gänse abzwacken. Schiff vom Stapel gelaufen. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ist mir wurscht. So, warte, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt noch ein Boot. Admiral! Laufen Koordinaten an. Items. Noch eine Rolle.
Komm mal hier hoch. War schon einen? Nee, habe ich nicht. Komm, einer muss doch noch. Komm schon. Gib mir einen. Ihre Geister werden dir folgen. Hab ich noch einen? Nochmal zum Kap. Sieh mir fest in die Augen. Arbeit ist auch nicht so deins. Genau wie bei mir. So, die Arktis. Gehen wir mal hier weiter. Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Nun mal langsam. Du hast nämlich die Dinger nicht drauf. Du bist hier mein Versorgungsschiff. Zuerst einen Hangar bauen. Gute Idee. Hoffentlich schmilzt das Eis nicht, sonst wird der sich als erstes verabschieden. 130, 50, okay. Frachtschiff steht bereit. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ei. So, da kriegen wir alles hin. Alte Welt. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Jagd es mit dir. Nein, nein, halt. Und auch in die Arktis mit dir. Kannst du schon mal da machen? Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Befehle? Genau, nochmal durchtauschen. Auf die Station! XP1 und XP2. Hab schon Schlimmeres gesehen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Schon wieder. Wir nehmen alle Quests mit, aber natürlich mit den entsprechenden Schiffen. Auf eins. Da, du brauchst noch ein paar Waren, so. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Wo ist das Schiff? Flammen wurden gelöscht. Und? Eine Krankheit ist ausgebrochen. Mach mal so. So. Hisst die Flagge meines Vaters. Der muss sich jetzt drum kümmern können. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Genau, dich brauche ich. Und nach hier. Bis ans Ende der Welt. Wir befinden ich würde nach Rendite entscheiden. Was wollte ich damit? Ach ja, Schlafsäcke wollte ich transportieren. Du begibst dich auf ein Abenteuer? Sei nicht überrascht, wenn der alte Willy es dir gleicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und anhalten! So. Ich wollte. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus. So, Einhorn 3.
Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Natzen. Achso, grünes Einhorn, okay. So, Arktis. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Auf jeden Fall auch nochmal verbessern hier das Ganze. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das sind die beiden. Die fahren direkt hierher, das ist schon mal gut. Neue Befehle! Zack, die ein alte Welt zurück. Ein Moment für uns alle. Kisten unter Deck! Kann schon mal hier bleiben, okay. Problem ist, wenn ich die jetzt upgrade. Habe ich auch keinen Platz mehr. Deswegen müssen wir erst einmal die Leute ein bisschen hochpushen. Die liegen auch echt schlecht, ne? Die Epidemie wurde besiegt. So. Das Band ist durchschnitten. Sie strömen herein. Der holt sich das schon. Da ist alles angeschlossen. Kann hier auch die ersten upgraden. Warum kann ich euch nicht upgraden? Ich kann das schaffen. Ich kann's schaffen. Ach, ihr braucht jetzt auch erstmal das Zeug. Okay. Wird schon. Ich versuche jeden Augenblick. Die Menschen lassen sie hochleben. Mehr oder weniger Blau-Weiß. Versuch war es wert. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall. Schiff unter Beschuss. Ach, ja, brauche ich ja hier schon. So. Krieg ist immer eine Frage von Leben und Tod. Das ist die Material. Sie haben mir neue Mut gegeben. Kommt alles irgendwo an. Alle stehen bereit. Ernsthaft? Nur weil die jetzt hier am Abkacken sind? Na guck mal, der ist auch schon da. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. XP2. Der Teufel fordert seinen Trieb. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Diese Zufriedenheit. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Der läuft auf. Die Besucherströme reißen nicht ab. Nur weiter so. Wir sehen ja mal peu à peu. Da geht aber schneller. Bringen Sie uns auf Kurs. So. Gucken wir nochmal rüber. Meine Hütte fehlt auf jeden Fall noch.
Endlich können wir auf den Profit anstoßen. So, hier sieht's aber gut aus, ne? Schlafsäcke sind da, das ist da. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Na, guck mal, jetzt steigt er doch. Wird das schon? Brauchen wir hier nämlich auch 100 davon. Na komm schon. Geht's doch eigentlich ganz gut. Dran anhalten! Druck im Kessel. Kommt meine Kohle eigentlich her? Warte mal. Der alten Welt, glaube ich, ne? Von hier. Wie sieht's aus mit der Kohle? Hier sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen Kohle ranscheffeln, aber der läuft ja volle Kanne. Und von hier kommt, glaube ich, die Kohle. Können wir noch mal eine Kohle abziehen. Alle stehen bereit. Okay, komm, hauen wir die mal schnell hoch. So. Alles da. Da draußen sind wilde Bestien. Das Ding ist, hier müsste Kohle wahrscheinlich Kohle satt sein. Die Einwohner sind unzufrieden. Ich muss definitiv mehr Kohle hier ran schaffen, schon jetzt. So. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Kisten unter Deck! Ihre Einwohner sind unzufrieden. Wie sieht es hier aus mit Kohle? Die ist auch voll. Ich habe keine Items mehr für die Schwab. Auf jeden Fall. Und hier drüben noch so ein Töppes. Neue Befehle? Haben Sie ein reines Gewissen? Komm. Kohle habe ich ja genug. Nein, aber der andere. Den nehmen wir mal mit. Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Wo bist du? Ich will die direkt halt auf den richtigen Weg bringen. Wer bist du denn? Schnapsbrennerei, Produktivität, du hast ja nicht extra rum. Den habe ich da, glaube ich, schon sitzen. Also. Ich habe ich gewollt. Gehst du schon mal hier rüber kurz? Ja, hier ist jetzt einer drin. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Schiff unter Beschuss. Wo wieder?
Mal warten wir auf das eine Boot. Neue Befehle? Hieran kannst du dich mal so richten. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Ist deine Boot unterwegs? Man muss immer bereit dazu sein, die Segel zu setzen. Auch von da kommen wir nicht. Nee. Mehr Druck im Kessel. Das ist so ein Boot. Na komm. Fährst du denn hin? Zum Horizont. Dann fahr hier runter, dann kannst du dir das direkt abholen. Schicken wir den am besten erst zurück und dann wieder hierher. Und dann kann ich den mit der Kohle auf den Weg bringen. Ich sag danke fürs Zusehen. Nächste Folge ist hoffentlich auch die Arktis hier soweit fertig. Seht ihr denn? Warum bringst du die Sachen nicht? Ah, ich habe das Falsche hergebracht. Okay, ich kümmere mich drum. Ich sag mal Danke fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.